geht's. Genau, super. Danke, ich gebe dann gleich an dich ab, Anna. Ja, vielen Dank für die Einleitung und vielen Dank auch für die Einladung. Schön, dass ihr alle da seid und dass wir heute über das Projekt sprechen können. Wir wollen über Internet for Refugees sprechen, ein Projekt. Das heißt, wir sind nicht Internet for Refugees, sondern wir unterstützen die. Wir, das sind Anna von Netzpolitik.org, die auch gestern einen großartigen Artikel zum Thema geschrieben hat, den ich euch allen sehr ans Herz legen würde, worum es geht, was die Problematik im Moment ist. Großartiger Artikel, Anna, super gemacht. Anna wird auch gleich noch mal was dazu erzählen. Ja, wirklich, Applaus. Anna wird auch gleich noch mal eine kleine Einführung in die Thematik geben. Also wie ist das eigentlich rechtlich, die Situation? Wie ist die Internetsituation bundesweit für Geflüchtete in den Unterkünften? Und Lasse wird euch das Projekt dann noch mal näher vorstellen. Genau, kannst du halt den nächsten Slide gleich zeigen. Was ist Refugees Emancipation und was ist eigentlich unsere Rolle dort und was kann eure Rolle dabei sein? Viel Spaß damit und Anna macht weiter. Genau, dann auch nochmal danke, dass ihr alle hier seid. Und ich habe angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen, als die Anregung kam von einem Leser von uns, der meinte, da gab es so eine Anfrage zu Asylbewerbern und Internet und das würde ihn interessieren und wir könnten ja mal vielleicht hinterher recherchieren und da habe ich dann angefangen. Und Lasse hat mir netterweise auch den Hinweis zu Refugees Emancipation gegeben. Das heißt, ich konnte auch mit vielen Leuten einfach reden, die selbst betroffen sind. Und die rechtliche Situation, über die ich ja vielleicht was erzählen soll, gibt es einfach nicht. Das heißt, es gibt keine Grundlage dafür, dass Leuten dieser Zugang zu Informationen oder zu Informationsmedien gewährt wird. Und dementsprechend inhomogen ist eben auch die Situation. Das Einzige, was wir rechtlich haben, sind quasi Sozialleistungen und eben im Asylbewerbergesetz ist vorgesehen, dass ein Asylbewerber 35 Euro im Monat für Kommunikation bekommt. Das ist nicht nur Internet, das sind Briefe, das sind Telefonate, das ist alles Mögliche. Und ich habe dann bei den Landesregierungen angefragt, wie die Situation aussieht. Das heißt, wie handeln, haben die das in ihrem Land? Wie sehen die Heime aus? Was haben die für eine Ausstattung? Gibt es dann Internetzugang, Telefonzugang oder gibt es irgendwas in der vertretbaren Nähe? Und ich habe dann sehr inhomogene Antworten bekommen, aber auch Antworten, die sich in ihrem Detailgrad extrem unterschieden haben. Aber es gab einige Antworten, auch bei Migrationsbeauftragten, die dann meinten, ja, wir haben überhaupt keine Ahnung, wie das aussieht, weil das handeln nicht wir, das handeln die Kommunen und die kreisfreien Städte. Und dann gab es andere, die haben geantwortet, ja, sie haben versucht, die Kommunen anzuschreiben, aber keine Antwort erhalten. Aber so aus den Orten, wo wir Angaben erhalten haben, ließ sich abschätzen, dass ungefähr 10-15% der Geflüchteten Zugang zu einem Computer oder zu Internet haben. Das heißt nicht mal immer nur mit Internet, sondern einem Computer im Allgemeinen. Und dann frage ich mich eigentlich, so einen Internetzugang bereitzustellen, ist nicht besonders teuer und es wäre extrem sinnvoll, weil gerade die Geflüchteten darauf angewiesen sind. Das heißt, sie brauchen die Möglichkeit, Kontakt zu ihren Verwandten zu halten, sie brauchen aber auch die Möglichkeit, sich zu informieren, das heißt, sich auch über Ämter zu informieren. Die Möglichkeit müssen sie eben auch haben, sich Texte übersetzen zu können, weil normalerweise sind sie der deutschen Sprache eben einfach nicht mächtig und müssen dann per Online-Übersetzung sich dabei behelfen, Formulare auszufüllen und können sich eben auch darum bemühen, zum Beispiel Deutsch zu lernen. Das heißt, es gäbe massenweise sinnvolle Anwendungsmöglichkeiten und ich frage mich, warum macht ihr das nicht? Und die Antworten, warum man das nicht macht, sind zum einen, ja, jeder Geflüchtete hat ja sowieso ein Smartphone. Das wurde so gesagt und dann wurden mir noch nette Prepaid-Preise aufgeführt, die sagen, ja, das ist ja alles im Rahmen. Was dabei aber ignoriert wird, ist, dass vielen Geflüchteten bei der Einreise nach Deutschland oder in den Heimen die Smartphones abgenommen werden, weil eben die Angst herrscht, die Geflüchteten würden dann eben Schleuser engagieren, um ihre Verwandten nachzuholen. Das heißt, und die nächste? Das nächste Argument, das mir zugetragen wurde, war dann eben, ja, aber es gibt doch an öffentlichen Plätzen sowieso überall WLAN, da können die dann einfach mit ihrem Smartphone, das sie haben oder nicht haben, dann eben hingehen und können sich mit öffentlichem WLAN versorgen. Das klingt ja auch ganz schön, das wird auch vielleicht für Geflüchtete in Städten funktionieren, zum Beispiel wie in Berlin, weil es einfach eine Möglichkeit gibt, Orte zu finden, die sowas anbieten. Aber wir wissen ja eben auch, dass viele Flüchtlingsheime in ländlichen Regionen sind, da wo sonst niemand ist, da wo auch keine Infrastruktur ist. Und wenn man irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern auf dem Dorf sitzt und irgendwo eine öffentliche Einrichtung will, ist das nicht. Und dann wurde ernsthaft in einer der Antworten, das fand ich ziemlich zynisch, gesagt, ja, die Geflüchteten können in den 3 Kilometer entfernten McDonald's gehen und da eine Stunde WLAN bekommen. So, ist eine ernsthafte Antwort gewesen. Ich fand es absolut unter aller Würde.
Ein anderes großes Argument, das immer wieder vorgebracht wird, sind die rechtlichen Bedenken, die eben dadurch entstehen könnten, dass Menschen Dinge im Internet machen, die sie nicht machen sollen. Und aus Mecklenburg-Vorpommern kam dann noch irgendwie die Antwort, es könnten unvorhersehbare Kosten durch kostenpflichtige Internetdienste entstehen. Die meinten wahrscheinlich Dialer, aber ich glaube, die gibt es irgendwie schon länger nicht mehr in relevantem Ausmaß. Das war auch der Punkt, wo ich dann mit Refugees Emancipation gesprochen habe, also mit einer Person, die das Internetcafé hier in Marienfelde betreut und organisiert und eben mit den Leuten, die das gegründet haben. Und da habe ich die auch mal gefragt, so, ja, wie sieht das überhaupt aus? Und die meinen, rechtliche Probleme hatten sie noch nie. Das Projekt hat angefangen vor ca. 15 Jahren und seitdem gab es einmal eine Abmahnung, die aber sofort wieder fallen gelassen wurde. Andere Probleme gab es schlichtweg nicht. Ja. Und ich nickte. Und einfach ein weiteres Argument dafür, dass einfach jedem Menschen, egal ob er jetzt Geflüchteter ist oder nicht, Internet bereitgestellt werden muss, ist einfach die Isolation, die die Geflüchteten dadurch durchbrechen können. Das heißt, sie sitzen in Heimen, die irgendwo in irgendeinem leeren Fleck in Deutschland sind, haben kein Geld, um sich eine Busfahrkarte irgendwo anders hinzukaufen, haben einen Zwang, sich innerhalb des Ortes aufzuhalten, in dem sie eben sind, und haben keine andere Möglichkeit, sich mit der Gesellschaft in Deutschland in Kontakt zu bringen. Das heißt, sie bleiben immer isoliert. Und gerade für diese Aufgabe, abseits von Kontakt zu Verwandten, Kontakt zu Freunden oder andere Informationen, ist eben genau das wichtig. So, dann hallo erstmal. Dann gehe ich jetzt mal ein bisschen auf Berlin-Brandenburg ein. Anna hat das Projekt, den Verein Refugee Emancipation, gerade schon eingeführt. Das ist, glaube ich, am einfachsten zu erklären, kurz, wie wir dazu auch kamen. Ende letzten Jahres hatten wir vom Chaos Computer Club Berlin eine Anfrage von den Netzwerkern der Berliner SPD bekommen, ob wir nicht helfen würden, Laptops, die sie einsammeln, wieder fit zu machen, um sie an Flüchtlinge zu schenken. Als Chaos Computer Club machen wir sowas dann nicht zusammen mit Parteien, aber Einzelpersonen, unter anderem ich, haben gesagt, gut, wir machen das dann eben als Einzelperson, haben das damals dann auch getan. Zeigte sich dann, es war eben nicht nur die Computer neu aufsetzen, wir haben dann 20 Laptops bekommen, haben die alle schön neu bespielt. Stellte sich dann die Frage, wem geben wir sie denn jetzt? Da hatte die SPD sich bis dato noch nicht gekümmert gehabt. Und als wir anfingen, mal Nachforschungen anzustellen, uns umzuhören, mussten wir als erstes feststellen, zig verschiedene Betreiber, 13.000 Flüchtlinge in Berlin. Ich habe hier 20 Laptops, funktioniert nicht. Und waren dann mit der AWO erstmal in Verhandlungen gegangen, die Betreiber mehrerer Flüchtlingsheime in Berlin ist. So richtig groß war das Interesse auch nicht und die waren mehr am Chaos Computer Club interessiert als an unserer Fragestellung, wem gibt man diese Laptops denn jetzt? Und dankenswerterweise haben die Netzwerke mal wieder funktioniert. Und aus der Freifunker-Ecke hieß es dann, hey, wir haben hier ein tolles Projekt, die wir seit Jahren unterstützen, wo man sich kennt. Und das ist eben Refugee Emancipation. Und der Spruch dort sagt es auch sehr schön, die machen nämlich einfach Internetcafés von Flüchtlingen für Flüchtlinge. Das sieht konkret so aus, dass die wirklich Verträge machen mit der jeweiligen Heimleitung, dass sie die Räume bekommen und ab dann ist das Heim raus. Auch was Haftung, wo Anna gerade drauf eingegangen ist, eben angeht. Die Haftung für die Internetcafés trägt der Verein. Bislang auch noch nichts passiert. Toi, toi, toi. Und seit 2001, wo das erste Refugee Emancipation Center, so nennen sie die Internetcafés, hochgezogen wurde, haben sie es inzwischen auf ganze 8 Internetcafés in Berlin und Brandenburg geschafft. Die werden von ihnen selber am Laufen gehalten. Akku alle? Ah, ne. Betrieben, was heißt, dass Flüchtlinge aus anderen Flüchtlingsheimen in ein Heim fahren, um dort den Internetbetrieb am Laufen zu halten. Das Ziel von Refugee Emancipation geht weit über nur Internetbereitstellen hinaus. Das hörten wir bei Anna gerade auch schon raus. Es geht darum, diese Isolation aufzubrechen. Die Leute kommen hierher, haben keine Kontakte, können gegebenenfalls nicht mal Kontakt zu ihrer Familie aufnehmen, müssen sich aber gleichzeitig um rechtlichen Kram, nämlich ihr Asylverfahren, kümmern, wo in den Unterbringungen die wildesten Gerüchte herrschen. Und da überhaupt mal an ernsthafte Fakten zu kommen, ist immer schon ein Problem. Und somit ist so ein Internetcafé eben mehr als nur die Möglichkeit, mit der Heimat zu kommunizieren, sondern auch untereinander, aber auch um Fakten mal zu hinterlegen für alle, wo man gemeinsam sich eben etwas erarbeiten kann.
Und für uns war damals dann sofort klar, okay, denen möchten wir unsere Laptops geben. Oder die gesammelten, nicht unsere Laptops, die gesammelten Laptops. Und das haben wir dann auch am 8. März getan. Damit war das Projekt geendet. Und dann haben wir aber festgestellt, wir möchten die Gruppe gerne weiter noch unterstützen. Und da kommen wir jetzt mal so langsam zu. Und da erzählt Fiona weiter. Genau. Wir haben uns halt mit Refugees Emancipation zusammengesetzt und überlegt, wie können wir mit unseren Möglichkeiten euch am effektivsten helfen? Und was sie gerade brauchen, ist Geld, Bekanntheit und Unterstützung. Geld, damit sie einfach größere Handlungsmöglichkeiten haben und auch für verschiedene Zwecke, zu denen wird Lass nochmal was sagen. Sie brauchen mehr Bekanntheit, damit daraus auch sowas wie eine politische Agenda werden wird, damit sie mehr Druck ausüben können. Und sie brauchen Unterstützung. Deswegen haben wir uns überlegt, um das alles zusammenzufassen, wollen wir eine Crowdfunding-Kampagne starten. Genau, und der Stand der jetzige ist eben, es gibt diese 8 Heime, diese 8 Internetcafés in Flüchtlingsunterkünften. Refugee Emancipation hatte aus eigener Kraft schon mal probiert, letztes Jahr eine Crowdfunding-Kampagne zu starten auf betterplace.org. Da ist 1% der gewünschten Summe von 6.570 Euro zusammengekommen. Also deren Problem ist wirklich groß, weil die meisten hier wissen, wenn hier eine Crowdfunding-Kampagne gestartet wird, 1.000 Euro sollte man mindestens mal zusammenbekommen können, eher mehr. Und wenn man sich die Kampagne anguckt, dann erklärt sich das auch ein bisschen von selber. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir würden gerne eure Webseite einmal komplett überarbeiten. Die sieht noch ein bisschen nach Ende der 90er aus. Und wir würden gerne eben eine Crowdfunding-Kampagne machen, um dann konkret so Dinge wie Kosten für Fahrtkosten zu Workshops. Ne? Die Refugees, die Internetcafés betreuen, müssen geschult werden und schon die machen das alles eh kostenlos. Es wäre natürlich am allertollsten, denen ein kleines Gehalt dafür zahlen zu können. Aber schon davor steht überhaupt, dass sie da hinkommen, dass man mal einen Workshop mit ihnen machen kann, wo man ihnen die Fahrtkosten erstatten kann und nicht jedes Mal aufs Neue immer überall betteln gehen muss, sondern dass Refugee Emancipation selbst eben einen Topf an Geld hat, wo sie auch vorher sagen, was sie mit dem Topf machen und man sie dann selbstständig entscheiden können, was in welchem Umfang sie davon umsetzen. Genau, also es geht ihnen neben dem Geld dann eben auch um die Bekanntheit aus der Zivilgesellschaft, die wir uns darüber raus erhoffen, aus so einer Crowdfunding-Kampagne. Das hat durch Annas Artikel zum Beispiel gerade schon wunderbar geklappt. Auf einmal melden sich Leute. Es geht darum, die Workshops zu machen. Wir haben Materialien, die von A nach B gebracht werden müssen. Im Moment haben wir dankenswerterweise aus der Freifunk-Ecke nochmal 10 Rechner bekommen. Die müssen jetzt mal eben wieder nach Potsdam gebracht werden. Also es gibt so an allen Ecken und Enden kleine Dinge zu tun, wo wir gut Unterstützung gebrauchen könnten, weil zu zweit ist es dann viel zu viel. Aber mit ein paar mehr Leuten könnten wir da viel mehr reißen, ziemlich sicher. Fiona mag vielleicht mal ein bisschen konkreter sagen, was da jetzt ansteht, bezogen auf die Spendenkampagne. Genau, deswegen ist unser Plan, dass wir jetzt eine Spendenkampagne starten, für die wir aber noch ganz viel Unterstützung brauchen, weil Lasse und ich, wir können vielleicht so dies und das, aber wir können nicht programmieren und haben auch nicht auch noch gleichzeitig Geschmack und können auch dies und das machen und uns ein Konzept überlegen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Genau, und dafür brauchen wir Unterstützung. Langfristig gesehen ist das Ziel, dass einfach mehr Menschen Bescheid wissen über das Projekt, dass wir aber auch langfristig Leute haben, die uns unterstützen, das heißt, die vielleicht auch später einfach Bock haben, so einen Workshop mal anzubieten, wie kann man irgendwie easy, schnell einen Blog aufsetzen, aber natürlich auch so technische Sachen, wie administriert man so einen WLAN-Café und vielleicht auch sowas wie How-Tos und Dokus schreiben für Leute, die das auch umsetzen wollen. Und ganz, ganz langfristig gesehen wollen wir natürlich, dass das auch so etwas wie eine Agenda wird, weil eigentlich, wie auch schon früher mal angemerkt wurde, ist es scheiße, dass wir uns darum kümmern müssen. Weil eigentlich sollte das der Staat regeln und machen, weil das sollte ein Grundrecht sein. Grundrecht auf Internet und der Zugang zu Informationen ohne Grenzen ist ein Menschenrecht. Und das sollten wir denen zugestehen, mindestens. Und natürlich weniger Isolation, sodass sie sich auch mitteilen können, sodass wir eine Community werden können und auch eine Lobby haben.
Und so der erste Milestone, glaube ich, nennt man das, ist zum CCC-Camp im August. Bis dahin wollen wir die Kampagne quasi fertig haben. Wir brauchen ein Video, so ein Kram. Wir müssen uns überlegen, wie wollen wir das gestalten und wollen sie dann halt im August launchen. Ich weiß nicht genau, wie lange würde dann so eine Spendenkampagne gehen. Müssen wir uns nochmal überlegen, aber das sind halt so Sachen, die wir noch gemeinsam klären können. Das heißt, was wir jetzt konkret brauchen, deswegen sind wir auch hier, um Unterstützer und Unterstützerinnen zu finden, sind Leute mit, die vielleicht schon Erfahrung im Crowdfunding haben und eine Idee oder ein Konzept mit uns zusammen entwickeln wollen. Leute mit krassen Design-, Web- und Videofähigkeiten, die vielleicht ein Video drehen können, Storyboard schreiben, die eine Webseite aufsetzen können mit uns zusammen oder vielleicht auch so ein bisschen uns beim Design unter die Arme greifen können. Wir brauchen Menschen, die Menschen kennen, weil der Teufel scheißt halt immer auf den größten Haufen. Ihr wisst, so eine Crowdfunding-Kampagne läuft nicht, wenn man nicht einfach Leute an seiner Seite hat, die andere Leute kennen und mitreißen können. Und ja, wir brauchen Leute, die Lust haben, ein Projekt zu unterstützen in dieser ganzen Debatte, das einen ganz klaren Impact hat und eine gute Sache ist und die ein bisschen Zeit haben. Genau, deswegen... Jetzt ist der erste Schritt, ist jetzt eigentlich fast durch. Wir haben jetzt schon zweimal den Vortrag gehalten. Heute ist das dritte Mal. Wir sammeln noch Kontakte. Am Ende haben wir auch einen Pad, wo ihr euch eintragen könnt. Wir sind natürlich auch noch hier den ganzen Abend. Wir werden wahrscheinlich Mitte Juni unser erstes Orga-Treffen haben, wo wir mal gucken, wer kommt, wer hat Lust mitzumachen, wer hat welche Fähigkeiten, was brauchen wir noch. Und dann wollen wir die Crowdfunding-Kampagne konzepten. Und ja, wir würden uns riesig freuen, wenn sich hier nochmal Leute finden, die Lust und Zeit haben, uns zu unterstützen. Wir treffen uns danach, nach den Vorträgen, an der Bar, würde ich sagen. Oder tragt euch auch hier im Pad ein. Wir sammeln dann einfach die Kontakte. Ihr könnt uns anpingen auf Twitter. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, uns anrufen. Nehmt Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns über jeden, jede, die Zeit und Lust haben, mitzumachen. Und wir werden natürlich dann auch mit Refugee Emancipation eng zusammenarbeiten, möchten das aber getrennt wissen, weil es gab schon Verwechslungen, wo auf einmal wir Refugee Emancipation waren, sind wir nicht, wollen wir auch gar nicht sein, es geht nicht drum, in den, die sollen mal schön ihr Ding machen, sie haben das nämlich schon die ganzen Jahre super gemacht, warum sollen wir uns da einmischen, es geht wirklich darum, sie zu unterstützen im Gespräch mit ihnen, sie persönlich haben es heute leider nicht hergeschafft, die waren gerade auf einem Workshop in Österreich, um sich vorzubilden. Ich soll grüßen und sie freuen sich sehr, was schon erreicht wurde und dass es dann weitergeht. Dankeschön. Ja.